Freunde lange angekündigt. Und weil das letzte Lama-Opening ein bisschen läppsch war, habe ich mir diesmal gedacht, bolste mal rein und sparst einfach 8000 Tickets. Dazu noch 7 Mini-Lamas, Upgrade-Lamas. Wir haben unendlich viel Shop-Währung und so weiter und so fort. Das heißt, jetzt geht's richtig ab. Ready, steady, go. Wie gesagt, jetzt sollten sich erstmal ganz viele Lamas öffnen, die wir noch nicht geöffnet haben, die man halt so täglich bekommen hat und so. Let's go, direkt auf Gold. Zack, leider nicht. Oh, direkt einen auf Lila gekriegt, sogar zum Auswählen. Okay, sind beide scheiße, egal. Wieder zum Auswählen. Spezialist Jonesy nehme ich mal, weil Centuria Wildcat hatte ich schon. Okay, es gab auch nur einen Held. Ein XP-Lama, woher auch immer man das bekommt. Zack. Geht aber auch nicht upgraded. Gibt halt XP, nehme ich an. Alter, okay, das knattert aber. Junge. Ging ja immer weiter. Und was ist das jetzt? Oh, Gemüse wachsen lassen. Belohnung kriegen. Muss ich sagen, Platz. Leider auch nicht geupgradet. Grün, blau. Ja, schön. Ein blauer Hero. Noch ein Upgrade-Lama. Bitte mal ein Upgrade. Oh, okay. Silber. Und. Oh. Denkt man mal, jetzt geht's ab. Und geht nicht ab. 100 Ticket. Geil. Wisst ihr wieso? Bedeutet, wir können noch mehr Sturmlamas öffnen. Und die sind wirklich geil. Die finde ich Hammer. Die Waffen, die es aktuell gibt, sind nice. Merk gerade wieder, flups, falsche Seite. Jetzt haben wir noch ein Gründerlama. Das habe ich als allerletztes bekommen, dafür, dass ich mir das Gründerpaket geholt habe. Dafür hat man nämlich 30 Lamas bekommen. Und das letzte war eben dieses Gründerlama. Ich habe keine Ahnung, was damit ist. Oder ob das gut ist, ob das nicht gut ist. Weiß ich nicht. Wenn wir einfach öffnen. Aber es sieht eigentlich eher aus wie ein stinknormales, gedödeltes. Oder? Kommt was Krasses? Eine kleine Auswahl, aber die sind ja beide kacke. Nehme ich einfach mal die hier und go. Langweilig hier, muss ich sagen. Schnelldurchlauf, Ratz, haben wir gerade bekommen. Beziehungsweise nochmal etwas langsamer für die, die es wirklich interessiert. Die können dann stoppen, aber ich glaube, das ist eher nur Lepra-Spürkes. Zum geilen Spürkes kommen wir jetzt. Okay, ihr seht schon, heilige Scheiße. 7 Stück davon. 1 davon gratis. 8 davon. Ein legendäres Trollschatz-Lama. Aber Freunde, das lohnt sich aber, glaube ich. Vielleicht holen wir uns davon dann gleich auch noch ein oder zwei. Also, erstmal hier die Mini-Belohnungs-Lamas. 7 anfordern und einfach hintereinander rattern. Okay, erstes. Und was haben wir? Ich glaube, da kommt nicht so viel Shit drauf. Ich glaube, bei denen müssen wir, wenn, dann hoffen, dass da mal eins auf Gold irgendwie sich dönert oder so. Aber ob das passiert, ich weiß nicht, wie häufig das ist. Gerade halt bei diesen kleinen Lamas. Eher selten. Trotzdem, Platz habe ich natürlich Bock am Öffnen. Ihr wisst es. Zumindest, ich meine, es sind nicht viele EP, die man dabei bekommt. Aber EP sind EP im Endeffekt. Von daher lohnen sich auch hin und wieder mal die Kleen-Labers. Vor allem, wenn man da halt mal so 7-8 Stück von hat. Aber ich glaube eben, wie gesagt, den heiligen Sömkes kriegen wir da jetzt nicht raus. Deswegen, Und das letzte, beziehungsweise ich glaube, das ist jetzt das vorletzte. Leider keins geupgradet, keins irgendwie ein bisschen special. Alles eher nur so, jetzt kommt das letzte. Wenn das jetzt mal nicht Gold geht, dann... Was? Bin ich ein Wahrsager oder bin ich ein Wahrsager? Bam! Oh! Denkt man wieder mal. Man ist ein Wahrsager und ist doch kein Wahrsager. Okay, was ist jetzt hier drin? Ich glaube, trotzdem, bei Silber kommt hier trotzdem nicht der heilige Scheiß raus. Oh, was Blaues. Wow. Cool. Aber ihr seht halt jede Menge EP. Fertig. Ich nehme mal dieses Into the Storm Lama, beziehungsweise Into the Storm Lama. Mal geht schon euch gut? Geht schon euch gut? Seid ihr gesund im Kopf? Naja, werde ich auf jeden Fall anfordern. Mal gucken, was wir bekommen. Und ich bin wirklich gespannt, weil diese Lamas... Geil. Geil. Hammer-Event. Kann man anders gar nicht sagen. Aber aus dem Lama bisher auch eher nur Sömkis. Da kriegen wir was Lilanes. Zum Auswählen. Und es ist leider... Okay. Habe ich... Okay. Okay. Ich nehme ganz sicher den Argon-Axe. Habe ich nämlich noch nicht. Ist zwar nur legendär, kommt aber in meine Sammlung. Und dafür kann ich es auf jeden Fall gebrauchen. Ich denke, das war's mit dem Lama. Jawohl. Und dann gehen wir an 8 richtige... Ballern. Da haben wir sie rausgehauen, Leute. Und jetzt geht die Luzi ab. Ich weiß nicht, ob man die upgraden kann, weil es Event-Lamas sind. Ich glaube, es geht nicht. Ich spule mal hier. Ich mache mal so ein bisschen bei den anfänglichen Karten ein bisschen Vorspulen immer, weil die sind ja eher weniger interessant. Oh, und da haben wir unsere erste Lilane. Aber noch kein Argon. Und ein... Nice. Oh, wie geil. Zumindest schon mal den der legendären Helden. 7 haben wir noch. Nächstes Opening. Alter, okay. Ich bin wirklich gespannt. Ich wünsche mir tatsächlich jede Waffe noch in Legendary. Das wäre wirklich geil. Beziehungsweise das Sturmgewehr nicht. Da habe ich mir schon tatsächlich eine Legendary gut geholt. Und wieder die Kupfer-Argonax. Das ist ja ein Witz jetzt. Nächstes Opening. Und ich werde übrigens nachher noch im Shop gucken, ob da noch was Schönes für mich zu finden ist. Ich glaube, da war nämlich auch noch das eine oder andere, was ich mir holen wollte. Habe ich mir halt gedacht, gut, dann sparst jetzt mal ein bisschen Lamas und bretterst die dann in einem Video. Okay, ja, leider nicht gebraucht, aber macht nichts. Muss ehrlich aber auch sagen, ich habe ein bisschen Schiss, dass ich jetzt hier nur Scheiße rauskriege und halt nichts, was ich brauche. Das wäre halt wirklich ärgerlich und richtig schade. Vor allem 8 Stück, Alter. Ich habe, wisst ihr, wie oft ich das 7-Tage-Event gemacht habe? Irgendwie 4 oder 5 Mal. Okay, da haben wir ja die Pistolen in Lila. Habe ich noch nicht, finde ich aber jetzt auch nicht sonderlich gut, muss ich ehrlich sagen. Ich hoffe ja, wie gesagt, Schwert in Legendary mit richtig guten Stats, weil das habe ich noch nicht. Waffe habe ich in Legendary mit guten Stats, Schwert leider noch nicht. Blau zum Auswahl, nehmen wir diesmal einen Entdecker. Ist aber, glaube ich, in jeden Fällen okay. Der ist witzig, ist aber trotzdem, glaube ich, in jeden Fällen nicht so top. Klar, jetzt hier was Lilanes zum Auswählen. Ich meine, cool,
Gewehrschütze. Aber Leute, Leute, wir wollen ein Legendary. Oh, wieder, das gibt's ja jetzt wohl nicht. Tun wieder den. Oh, Freunde, nur noch 3 Stück. Nein, please, please. Freunde, Freunde, und ich dachte, ich krieg jetzt hier richtig geilen Scheiß. Und was ist es? Einfach nur Spökes oder was? Hoffentlich, ey. Bitte, bitte, komm schon. Wieder nein, Friends. Nein. Das ist jetzt mein Glückslama. Please, please. Sesam, öffne dich. Oh, bitte. Oh, bitte. Oh, bitte. Bitte. Legendary. Wenn ich jetzt wirklich umsonst gespielt hätte, die ganzen Stunden, und hier nur Scheiße kommt. Wieder eine Kupfer-Argon-Axt. Leute, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Das ist jetzt das letzte Lama und ich habe noch nichts bekommen, was ich will. Außer, gut, einmal den Soldaten Legendary, aber den 2-mal. Das kannst du mir dann auch nicht erzählen, oder? Dann bin ich aber gleich hart enttäuscht. Und den Ninja, okay, aber finde ich auch eher kacke. Wieder den Argon, wieder die... Junge, als ob... Ist es dumm? Weder die Schrot bekommen, noch das Schwert, noch irgendwas anderes Geiles. Einfach nur, Basiskeil ist cool, 2-mal gekriegt. Nice. Oh, Freunde, das ist jetzt aber wirklich enttäuschend. Ich werde mir trotzdem noch ein Trollschatzlama auf jeden Fall holen, weil ich gehört habe, dass die reduziert sind. Und 500 Gs kann man auf jeden Fall mal reinwalzen. Bam, da rein. Das sollte ja auch immer straight auf Gold gehen, wenn mich nicht alles täuscht. Und Flatz da rein. Yo, geht immer straight auf Gold. Geilo und Ram. Und hier sollte ja wohl, glaube ich, zumindest am Ende eine blaue Falle. 500 Tickets. Nice. Zumindest am Ende sollte hier was Nices drin sein. Okay. Der Sniper. Okay. Zum Auswählen. Aber lila halt nur, Freunde. Lila einfach nur. Was soll denn das? Hm? Was soll das? Dem wenigstens was Geiles. Nee, Kupfergleichmacher nehmen wir. Als ob die Ska einfach Kupfergleichmacher heißt. Ich meine, what the fuck? Nehmen wir nochmal den Kupfergleichmacher? Ja, ne? Ja, nehmen wir einfach mal. Vielleicht ist er ja cool. Und vielleicht hat das ja bessere Werte. Ich meine, wir wissen es nicht. Und dann können wir ihn upgraden. Keine Ahnung. Den anderen dann natürlich in die Sammlung hauen. Und was finden wir? Ich mache jetzt hier mal nicht Speeden. Oh, erstes Legendary. Aussuchen. Jetzt bin ich gespannt. Bitte, bitte. Oh. Aber ganz sicher eigentlich ein Sturmgewehr. Und jetzt zeigen wir bitte Mystic, bitte Mystic. Oh nein, aber wieder zum Auswählen. Immerhin das und Kupferbelagerungsbrecher nehme ich. Haben wir tatsächlich die getrippelte Scar einfach aus dem Lama. Und eine blöde Axt. Alter, hammerhart, ne? Hammerhart. Hammerhart. Vielleicht hole ich mir gleich davon noch eins. Ich bin tatsächlich gerade hin und her gerissen, weil ich das Geld, ich habe nur noch knappe 1000 V-Bucks, eigentlich 1500 immer spare, um mir dann ein Lama zu holen. Und Alter, okay. Ich wollte mir hier Shit holen und jetzt sehe ich die Skizze. Natürlich, gerade bekommen, kannst du easy auch im Shop kaufen, Freunde. Wozu farmst du überhaupt die Event-Lamas? Ah, Leute, ey, ich baller mir auf jeden Fall jetzt erstmal rein, was ich mir immer reinballer, nämlich einmal die, weil ich habe wirklich viele Kleeblätter. Ihr seht es noch, 6.500 und dann natürlich auch einmal die hier, immer auch 5 Stück von jede Woche, weil die braucht man, um seine Helden im Seltenheitsgrad zu upgraden. Bedeutet von legendär auf episch, beziehungsweise auf legendär, nee, von episch auf, ach komm, von episch auf legendär zum Beispiel. Ja, und davon braucht man halt gar einige davon, deswegen kaufe ich mir die eigentlich immer. Hierbei bin ich mir nicht sicher, ob ich mir die holen soll, die tropfen eigentlich nie. Die hier dann, ist dann schon Überlegung wert und jetzt weiß ich tatsächlich gar nicht, was das hier ist. Ein leichtes Maschinengewehr mit Torschaden, das dank seiner moderaten Schussrate und deinem großen Magazin dauerhaft feuern kann. Es ist beim Schießen aus der Bewegung sehr ungenau, verursacht Energieschaden und ist deshalb recht effektiv gegen Elementgegner. Okay. Quecksilber-LMG. Hört sich cool an, mir wurde aber gesagt, das Kupfer-Neon-Scharfschützengewehr kann durch Wände durchballern und es sieht halt geil aus und deswegen würde ich mir eigentlich das kaufen. Ich habe 6000 Coins, möchte ich denn noch was, ist die Frage. Scar habe ich halt schon. Die Scar habe ich halt echt schon in Legendary und jetzt haben sie halt eh alle. Und sonst ist hier auch nur Spökes, den ich eigentlich nicht will. Dann komm, gönnen wir uns mal. Mit einem Zielfeuer ausgeschaltet, dass Feinde auch durch Wände aufspüren kann. Die Schüsse der Waffe durchschlagen Feinde, Wände und alle anderen Objekte. Krass. Ding, gekauft. 2000 Cash weg. Alter, crazy. Aber wir haben's. Wir haben's. Ist ja nice. So, sehr gut, sehr gut. So, da muss ich tatsächlich sagen an der Stelle, ich glaube, den Kupfer-Quecksilber-LMG kaufe ich nicht, weil wenn der mit Energie schießt und der halt richtig rausstrobelt, also wie es hier steht, quasi in einem Strahl, dann ist das ein Energie-Munition-Verballerer und die kostet einfach scheiße viel, deswegen eher nicht. Aber gut, Leute, das wär's dann eigentlich von der Stelle auch. Es war leider eher Schrott drin. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wir schauen mal. Ich habe eine Scar bekommen. Schussrate, Schussrate, Schaden, kritischer Kopfschussschaden. Okay. Ich crafte sie mal. Sehr schön. Ich crafte jetzt auch direkt die Neon-Sniper. Scar ready und Sniper einfach. Nice. Nahkampfmäßig. 4-mal haben wir die Argon-Axt bekommen. Hallo, geht's euch gut? Keinmal mein geiles Schwert, was ich gerne in besser hätte, weil's Hammer ist. Scheißdreck, Alter. Echt. Ich würde an der Stelle einfach sagen, so, ich gucke mir jetzt noch alles an, räume mein Inventar auf, craft mir die Waffen, dann sehen wir uns nächste Folge wieder, beziehungsweise morgen, wo ich die Waffen dann mit euch einfach in der Folge auch teste. Ich hoffe natürlich, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Däumchen. Und ja, dann, wie gesagt, sehen wir uns morgen in der Testround. Ich werde wahrscheinlich wieder Lamas sparen für nächstes Opening und zacko, ciao.